Riesenbett. I couldn't sleep last night. My mind was somewhere else and I tried not to wake you up from dreams. Die letzten Vorbereitungen, bevor es nach Indonesien geht. Während ich noch ein paar Dinge für den vorübergehenden Einzug unseres Freundes erledige, bin ich langsam ganz schön aufgeregt. Schreibst du ihm dann noch eine Anleitung, wie er das Bett zu machen hat? Nein, ich will es nur schön machen. Achso, okay. Denn diese Reise ist für mich nicht einfach nur eine weitere Abenteuerreise, sondern auch viel mehr. Warum? Das erfahrt ihr im Laufe dieser Reisevlogs. In einer Stunde müssen wir auch schon los, ne? Bis dahin bin ich fertig. Ach so war das nicht gemeint. Der muss sich ja auch wohlfühlen. Ist schon ganz schön anstrengend, ne? Was? Schon ganz schön anstrengend. Was? Das Bett zu machen. Du bist ganz außer Puste. Ich bin alt. Immer wieder höre und lese ich davon, wie Menschen auf Reisen auch ein Stück zu sich selbst reisen möchten, indem sie sich neu kennenlernen, wenn sie ihre Komfortzone verlassen. Ich finde, das geschieht auf Reisen dieser Art ganz automatisch. Jede Reise, die individuell gestaltet und mehr Reise als Urlaub ist, lässt Menschen auf persönlicher Ebene wachsen. Wir haben uns jetzt schon fertig gemacht und machen so die letzten Dinge und dann nehmen wir den Zug um... Wann nehmen wir den Zug? Um 11.55 Uhr und fahren nach Frankfurt. Genau. Jetzt gibt es aber erstmal einen Kaffee und irgendwie was zu essen, einen kleinen Snack und dann geht's los. Diese Reise nach Indonesien ist tatsächlich nicht nur im übertragenen Sinne auch eine Reise zu mir selbst, denn ich habe einen persönlichen Bezug zu diesem Land und ich nehme euch ein Stückchen mit, wenn ihr mögt. Sehr lieb zum Nico. Ist ihm egal. Los geht's. Ich fühle mich ein bisschen sehr bepackt. Ich habe ja sonst als Handgepäck immer so eine Trainingstasche. Aber da ich meinen Laptop mit habe, ich meine, in Namibia hatte ich auch diese bunte Sporttasche mit Laptop drin. Aber es hat mir nach einer Zeit so wehgetan, weil es nur so einseitig ist. Beziehungsweise weil ich die dann so hier so getragen habe. Deswegen dachte ich, kann ich einen Rucksack mitnehmen. Aber ich weiß nicht. Das ist schon ordentlich. Die Tasche ist hier auf. Soll das so? Nee, aber das bleibt hier nicht drin. Jetzt schon Hüftschmerzen. Was denn? Ja. You took my hands and pinned your forehead against mine. Ich bin 1984 in Ost-Berlin geboren. Dort aufgewachsen und habe bis ich 27 Jahre alt war in Berlin gewohnt. Ich bin also eine waschechte Berlinerin. Und als genau das habe ich mich immer gesehen. Nicht mehr und nicht weniger. Doch in mir existierte immer auch noch etwas Unbekanntes, was ich nicht greifen konnte. Etwas, was mich verletzte, was mich verunsicherte, was ich nicht gern hatte. Etwas, was ich bis heute meistens leugnete. Wie guck ich denn? Wir haben den Zug geschafft und haben sogar Sitzplätze. War auch gar nicht stressig. Wir sitzen auf reservierten Sitzplätzen. Die sind für uns reserviert. Wir fahren nur gar nicht nach München. Ich warte auf den Moment, wo einer kommt, der sagt, das ist mein Platz. Ich denke, das wird nicht mehr passieren. So, wir mussten jetzt doch unseren Sitzplatz wieder freigeben. Bitte? Bei der reservierten da. Und ja, jetzt sitzen wir im Flur. Wir sind ja in 20 Minuten. Thank you.
to sing my name. That was when you came along. Wir sind jetzt am Frankfurter Flughafen und Christian hat gerade schon gesagt, wir waren das letzte Mal gemeinsam hier, weil ich bin nach Australien gereist. Und vor 6 Jahren. Christian hat mich überrascht. Und ich habe gerade schon gesagt, der Frankfurter Flughafen ist irgendwie... Ja, irgendwie mein Lieblingsflughafen, kann man das so sagen. Ich weiß, ich glaube, weil es immer so Dreh- und Angelkreuz ist für ganz weite Reisen. Und gerade habe ich so erst verstanden, dass wir wirklich eine ganz weite Reise machen. Und ganz nah an Australien sind. Ich habe schon mehrmals jetzt die letzten Tage gedacht, wollen wir nicht schnell mal kurz nach Australien reisen? Ich habe neulich gesehen, dass Papua-Neuguinea nicht mal 100 Kilometer von Australien entfernt ist. Ja. Oder gerade so um die 100 Kilometer. Von der nördlichsten Insel an der Spitze. Ja. Naja, wir checken jetzt mal ein, damit wir unser Gepäck loskriegen. Ja, los geht's. Terminal 2, Halle E. Also ganz nach da. And I don't know where I would be or where I'll go if you weren't staying. Heute mit dieser Indonesien-Reise bin ich also langsam bereit, diesen Teil von mir freizulassen, zu entfalten, zu akzeptieren und vor allem zu mögen. Und genau deshalb erzähle ich diese Geschichte. Bisher habe ich das nämlich nicht oft getan und ich glaube, es ist an der Zeit, dieses Unbekannte sichtbar zu machen. Für mich. Taste of misery and unfaith. Jetzt geht's los ins Flugzeug. Wir fahren jetzt mit der Rolltreppe hinunter, ins Flugzeug hinein. Ich bin gespannt. Du auch? Kannst du sprechen? Es war sehr stressig gerade alles. Wir hatten keine zusammenhängenden Sitzplätze und musste das alles... Dann hatten wir kein Geld. Mit Tetris spielen, da hatten wir kein Geld. Das musste ich noch für 12 Millionen Gebühren neues Geld abholen. Ja, ganz toll. Hauptsache Harald steht nicht am Schalter. Das war diesmal ganz nett. Cause I don't know where I would be or where I'll go if you Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Schon als meine Mutter mit mir schwanger war, verließ er sie, ohne überhaupt zu wissen, dass ich auf dem Weg in die Welt bin. Und trotzdem meine Mutter alleinerziehend war, erzählte sie mir immer nur Positives von meinem Vater. Sie erzählte mir, wie ehrgeizig, wie klug und wie großherzig er ist und woher er kommt. Doch ich wollte niemals auch nur irgendetwas davon wissen. Mein Vater kommt aus Indonesien. Your love will carry me for life. Wir sind in Dubai. Ist gar nicht so warm, wie ich dachte. Ja, noch merkst du nichts. 34 Grad, ne? Nee, 30. Hat er angesagt, 34 Grad. In Deutschland ist es 10 vor 10 und bei uns ist es... 10 vor 11, 12. 10 vor 12, genau. Wir haben jetzt 4 Stunden Aufenthalt und dann geht's weiter nach Jakarta. Gut, dass wir das Paket jetzt, das Paket nicht abgeben. I'm getting chills when they tell me you're not yourself. Als wir hier in Dubai zwischenlanden, wird mir immer bewusster, dass ich auf dem Weg zu meinem Vater bin. Denn ich werde ihn wahrscheinlich treffen, dachte ich. Nachdem wir Anfang des Jahres spontan diese Reise buchten, habe ich ihn nämlich über einige Ecken kontaktieren können und plötzlich eröffneten sich für mich ganz neue Emotionen für diese Reise. Denn ich würde nicht nur meinen Vater, sondern auch zum ersten Mal auf meinen Halbbruder treffen. Krass,
oder? Also ich finde das Gefühl so ganz anders, jetzt hier anzukommen, als wir in Windhoek angekommen sind. Ja? Weil da war es halt so, okay, wir müssen jetzt Benson anrufen, dann müssen wir ins Museum, dann müssen wir schon mal die ersten Sachen organisieren und hatten gar nicht Zeit, irgendwie anzukommen, so richtig, finde ich. Schon was anderes. Mhm. Ich meine aber so, man kommt jetzt hier so an und hat jetzt nichts weiter im Kopf, außer sich selbst und uns beide gemeinsam. Ja. Weil keine Art, also klar, ich habe jetzt gerade schon daran gedacht, so, oh, eigentlich muss ich noch was für die Uni machen. Wie mache ich das? Was musst du machen? Was für die Uni machen. Ach so. Als ich 24 Jahre alt war, traf ich meinen Vater das erste und auch das letzte Mal. Ich arbeitete nämlich damals als Redaktionsassistentin bei einer Fernsehproduktionsfirma und nachdem ich einer Kollegin meine Geschichte im Vertrauen erzählte, kam ihr die Idee, meinen Vater im Fernsehen zu suchen. Natürlich wusste ich aufgrund meines Berufes, wie die Sprache einer Privatfernsehsendung ist und eigentlich bin ich kein Typ, der gerade solch eine persönliche Geschichte im Fernsehen zur Schau stellt. Doch aus Sorge, es später einmal zu bereuen, wenn ich diese einmalige Chance mit professionellen Möglichkeiten nicht nutze und es dann irgendwann vielleicht zu spät sein könnte, folgte ich meinem Bauchgefühl statt meiner jahrelangen Einstellung zu diesem Thema. Dennoch bin ich aus heutiger Sicht sehr dankbar für diesen damaligen Weg, denn ich glaube, alleine hätte ich wahrscheinlich keinen Kontakt herstellen können. Bist du etwa müde? Nee, du? Nein. Ist jetzt Ortszeit 3.30 Uhr, oder? Ja, 3 Uhr, Viertel nach 3. Und wir kennen, glaube ich, den Flughafen jetzt in- und auswendig. Und gehen in 10 Minuten zum Boarding. Beziehungsweise sie haben gerade schon angefangen. Ja. Ja. Und da ist die Schlange. Ja. Aber wir können, sieht glaube ich ganz gut aus. Lass uns schon mal losgehen. Okay. Tschüss. Christian und ich sind gerade aufgewacht und es gibt Mittag. Morgens um 9.30 Uhr. Normalerweise ist es bei uns, ist jetzt 9.30 Uhr ist. Nee, in Dubai ist es jetzt 10. Ach so, in Dubai. Bei uns ist es jetzt... Ja, aber... Also eigentlich essen wir ja gerade morgens Mittag, also nach deutscher Zeit, wir haben ja noch deutscher Zeit in uns sozusagen. Ne? Und heute Nacht haben wir Frühstück gegessen. Hast du gar nicht mehr mitgekriegt, ne? Mit dem Croissant und so. Doch, doch. Es war irgendwie nachts um 3. Na, jetzt essen wir jetzt Mittag. Ich esse nur, du isst die ganze Zeit. Wir haben jetzt auch nur noch 2,5 Stunden. Der Flug ist ein bisschen sehr unruhig. Jetzt geht's gerade. Aber die ersten 4 Stunden waren ziemlich ruckelig. Fand ich auch nicht so lustig. Naja, ich esse jetzt erstmal was. Ich esse schon. Ja. So, wir landen in 27 Minuten. Und es ist 15.35 Uhr Ortszeit. Wir haben gerade zusammengerechnet, dass wir jetzt 18 Stunden, nee, eigentlich schon länger, 24 Stunden unterwegs sind, davon 14 geflogen sind und genauso fühle ich mich auch. Ja, also unterwegs bisschen, 24 Stunden unterwegs? Ein bisschen besser als Gesicht wäre schon nicht schlecht. Fühlt sich auf jeden Fall so an. Ja, um 15.15 Uhr ist der Zug in Frankfurt losgefahren. Ja, man muss jetzt Zeitverschiebung einrechnen, oder? Ach so, ja, stimmt. 5 Stunden, also ja, 19 Stunden eigentlich. Aber gefühlt okay. 24. Ja, ich glaube, das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Nö. Naja, auf jeden Fall landen wir jetzt in Jakarta und wir werden sogar abgeholt. Oh. Von einem mir unbekannten Mensch. Von dir auch unbekannten Mensch. Ja, aber wir haben das noch so, wie sagt man, organisiert. Genau. Mal gucken, ob das alles so klappt und wir auch wirklich abgeholt werden. Ich habe ja gerade gesagt, dass wir abgeholt werden. Wir werden abgeholt von meinem... Ich habe das nie erzählt, weil ich es eigentlich nie erzähle. Aber um, dass man da mal so einen Rahmen kriegt.
ich kann das gar nicht aussprechen. Auf jeden Fall holt uns jetzt mein Halbbruder sozusagen ab, den ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe und auch erst drei Sätze miteinander gewechselt habe. Und zwar, ich komme dann und dann an. Vielen Dank, später. Ich bin gespannt, wie das so funktioniert. Wie das alles miteinander zusammenhängt, das kann ich ja vielleicht irgendwann mal erzählen. Oder nicht? Wie du willst. Schauen wir mal. Das erste Treffen mit meinem Vater ist jetzt also genau 10 Jahre her. Ich denke, es ist ein guter Anlass, den Kontakt wieder aufleben zu lassen und mich meiner Geschichte noch einmal neu zu stellen. Und dieses Mal möchte ich auch alles richtig und aus meiner Sicht erzählen.